Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres The Sims 3 Let's Plays mit der 100 Baby Challenge in der zweiten Generation, wo die Mutti gerade der älteren Tochter, also der Zweitgeborenen im Schwung hinter Jason, das Laufen beibringt, während Jason mit dem Panzer spielt und Linda das Ganze skeptisch aus der Kiste beobachtet. Böse Linda. Die Jungs sind in der Schule, also die beiden jüngeren Brüder von Freya, und die Omi ist gerade für Starpunkte im Restaurant. Ja, soweit Zimmer, ich glaube. Tarni? Oh. Ja, die Mutti kriegt das schon hin. Ihr könnt mal mit Freunden sprechen. Oder da hagelt's jetzt aber irgendwie. Abby verliebt umarmen. Du brauchst nicht Freunde mit Leben für, mit ihr werden. Du sollst, oh, das war ein Doppelklick. Du sollst sie heiraten irgendwann. Und wir gehen aber wieder zurück zu eurer Schwester, der Mutti. Was ist denn das da für ein Effekt eigentlich? Die Decke ist doch angemalt. Oder haben wir uns irgendwie ein Loch produziert hier? Nö, hier ist doch dicht. In welcher Höhe sollen das sein? Direkt vorm... Ich habe das eben schon gesehen. Was passiert denn, wenn wir... Nee, er malt drumherum und die Fläche kann ich auch nicht. Das sind die zwei. Das ist eine Fläche von... Eins, zwei, drei mal zwei. Hier auch. Hier nicht. Sehr komisch. Gut, nicht drum kümmern, einfach nicht nach oben gucken. Sondern der Mutti zusehen, wie sie Töchterchen das Laufen beibringt. Linda hat das Pony aus der Kiste gezeigt. So, dann packen wir den aber gleich wieder weg. Oh, Linda geht ihre Logik trainieren. Während Jason lieber mit dem Dinosaurier spielt. Wie weit ist denn die Mutti eigentlich? Mutti ist gleich durch, möchte betreten. Wo ich gerade sehe, 5 Enkelkinder, wie sieht es denn im Stammbaum aus? Wie weit ist denn Celine? Celine war doch zuletzt schwanger. Es interessiert mich.
Master Controller, Sim, Status, Beziehung. Sim ist schwanger, aber 37 Stunden, so halb durch ist sie durch die Schwangerschaft. Ich brauche noch 35, also morgen spät in der Nacht könnte sich Pollys Wunsch nach 5 Enkeln erfüllen. Und wenn dann der Folgewunsch kommt, weiß nicht, ob es da überhaupt einen gibt, mehr als 5 Enkel, dann könnten wir es auch noch hinkriegen. Obwohl, wird hart, ne? Polly, 2 Wochen hat sie noch. Naja, aber dann hat sie auch noch ein paar Tage als Senior. Also so schlimm kann es nicht sein. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Nubu Daka, Taxi Pogo. Der junge Politiker Club. Nimm am Charisma-Unterricht teil oder verwende ein geeignetes Objekt, um deine schulischen Leistungen zu verbessern. Nö. Wir haben andere Dinge zu tun. Obwohl, wie weit ist er? Oh, er möchte auch betreten jetzt. Dann mach. Wie weit ist er mit dem Charisma? Pff, halb durch. Das wird eh nichts mehr. Wann fliegen die raus? Oh, die sind noch eine Woche hier. Aber ihre Noten sind, glaube ich, ausreichend. Ne? Ja, hier sehr gut. Da auch. Also da müssen wir nichts weiter verbessern. Die können bequem mit ihren Freunden sprechen. Wie ist der Status bei den Kleinen? Denen geht's richtig gut. Dann ist das nächste, was passieren wird, wohl Polly. Die gleich rauskommen müsste. Musste auch keine 50 bezahlen, sondern nur 30 in ihrem Abendkleid. Ich kleide hier. Die Geschenkverpackung. Das Beste, wir haben 3 Sims für das Restaurant. Finden wir hier gleich welche? Klar, Kausierer. Gleich mal an mal sehen. Ich bin ein großer Fan von dir, also werde ich essen, was du mir sagst. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, das war klar ist hier. Oh, Gala. Ja, mit der hatten wir vorhin ja schon gequatscht. Dann hier erstmal, wer ist denn das? Ach, keine Ahnung. Kennen wir bestimmt trotzdem. Oder auch nicht. Jeep, Johnny Safasi. La Divina. Dieser Ort war mir schon immer unheimlich, aber wenn es dir dort gefällt, werde ich es einmal ausprobieren. Ja, und dann Nummer 3 noch. Wasim Vidor. Zamasi Sabso. Vini, Vida. Kuni Nikolats. Mama Zib. Zuba. Du arbeitest doch hier. Geh doch hier mal essen. 2000 Simoleons, etwas im Wert von 250 kaufen, kriegen wir hin. Und zwar, wir müssen ja keinen Gegenstand kaufen, können das Haus weiter verbessern. Ich hatte jetzt überlegt, ob man hier die Front auch noch mit Glas bestückt. Ne, dass man... Also nach hinten raus will ich nicht. Dass man hier zum Beispiel die Lampe hinbringt und dann... Wenn wir da ein Limbo-Fenster setzen. Also das kostet nur 221.
Stimmt, wir haben Geschicklichkeit 10. Nav. Ja, war ein guter Gedanke, aber dann müssen wir wohl doch was Richtiges kaufen. Ich denke mal nach. Ja, Entscheidung getroffen. Ipsi, das olle Ding hier, der die Geschirrschmiermaschine kommt weg. Gibt noch 180 für und wir kaufen uns ein bisschen besseres Teil jetzt. So. Denn bei dem anderen hat mich auch gestört, dass es so ein Stück rausgeragt hat. Das ist hier nicht mehr der Fall. Und die ist eh deutlich besser. So, dann hätten wir das auch erledigt. Du möchtest den auch gleich verbessern. Den können wir unzerstörbar machen. Dann geht der auch nicht mehr kaputt. Das kannst du gerne irgendwann tun, Polly. So, nachdem du aber hier warst und noch den Wunsch hast, zum Frühlingsfest zu gehen, tu doch das. Mit einem Sim-Hufeisen werfen. Ich glaube, hier hatten wir überhaupt kein Hufeisen. Wurffeld, ich weiß, könnte ich mit... Doch, hier hinten. Aber was du machen wirst, liebe Polly, weil es uns finanziell echt nicht gut geht, du kannst mal ein paar Blumen sammeln. Hufeisen werfen brauchst du nicht, aber Blumen sammeln schadet nie. Chabuna. Sweet. Du kannst auch die Helmlinge einsacken. Wo wir sowieso hier sind, kannst du das Festtagsei auch mitnehmen. Sofern Abram Rossi, das alte Klauschwein, uns das nicht wegnimmt. Nein, Abram, das ist unser. So, dann müssen wir schon hier rüber für die nächsten Blumen. Lauf mal schnell, Polly. Da kommt sie. Obwohl, haben wir einen Wunsch für Blumen pflücken? Nö. Dann pflück einfach. Danach haben wir hier noch welche Mitternachtsbohnensamen, obwohl, packen wir ein. Wenn durch irgendeinen komischen Zufall... Da müssen wir mal nach Hause gucken, was die Jungs machen. Ne? Ihr könntet ja mal anfangen mit Hausaufgaben. Was hast du für einen Wunsch? Gitarre spielen? Ja, später. Aber jetzt mach Hausaufgaben und du Bass im Park? Nee, dafür wird die Witterung langsam zu schlecht, aber du kannst auch Hausaufgaben machen und dann wenden wir uns wieder Polly zu. Die ihr den Rest im Park noch mitnimmt. Ich meine, wir haben es nötig. Das, also 29.000, das ist nicht
so viel, wie man glauben mag. Und dann kannst du das Ei dann noch mitnehmen. Oh, da haben wir auch ein besonderes Festtagsei für 500. Das Ganze in ihrem Abendkleid. Hol dir das Ei. Nein, du sollst nicht Eier suchen. Du sollst das Festtagsei aufheben, bitte. Und da war es nämlich zu spät. Da habe ich wohl einen Missklick gehabt. Gut, dann kommen nach Hause. Aber erst verkaufen wir auf die Schnelle hier mal die Blumen, solange sie den vollen Preis bringen. Noch ein bisschen was hat es doch gebracht. So, dann zur Mutti. Und dann müssen wir uns mal eingehend darum kümmern. Nee, es gibt immer noch keinen Kinderwagen und auch kein Genupset. Wo bist du denn hin? Putz dir ruhig die Zähne, wenn ich dir sage, du sollst Hausaufgaben machen. Ist schon okay. Nö, eigentlich ist noch okay. Die brauchen noch nicht gefüttert werden. Das heißt, Mutti kann weiter trainieren mit Kate. Du kommst nach Hause. Haben wir eigentlich hier in unserem Schatzkistchen... Haben wir. Wir haben Samen gesammelt. Na, pack sie rein. Lose gehen an Hausvorstand und vielleicht kann man die Helmlinge zu irgendeinem Essen verarbeiten, von dem wir definitiv mehr als genug haben. Ja, geh Hausaufgaben machen. Zähne putzen. Du könntest doch mal auch ganz exzentrisch schwarze Zähne haben. Was hältst du davon? Polly kann noch die Post nehmen. Müssen sie nur abpassen, wenn sie kommt. Wo ist sie denn? Da ist sie. See me, Koblet Niwa, Zigo. Ein Brief für Polly von Nigel Puffgood. Gut, öffne deinen Verstand einen Augenblick, während ich ein Bild male. Du, ich zusammen. Was löst das für Gefühle bei dir aus? Keine. Und von Kyle Puff Bayless. Ich finde dich attraktiv, doch ich kann es dir nicht persönlich sagen. Und da Shark Racket träumt davon, mit Freya zusammenzukommen. Wird sie seinen Traum wahr machen? Werden wir mal sehen. Wir nehmen alles, wenn es an der Zeit ist. Oh. Got some bungee. Polly. Anderes Outfit. In Alltag 2 haben wir sie lange nicht gesehen, ne? In ihrem alten Jogginganzug. Das letzte Mal, dass wir sie in einem Jogginganzug gesehen haben, da hatte sie noch ein paar Pfund mehr. Ach, was ist denn los, Polly? Geh doch erstmal aufs Töpfchen. So, und dann anschließend... Du warst im Restaurant essen, hast also keinen Hunger.
und möchtest doch den Geschirrspüler verbessern, dann tu das. So, hier können wir dann aber anfangen zu essen. Du bist Sushi-Freund. Und Sushi haben wir. Haben wir gegrillten Lachs? Nö, dann ist auch Sushi. Also das ist ja nun das Outfit, das sie am Anfang hatte. Und sie hat doch echt dreimal so viel gehabt. Also Polly ist schon super. Sie kann zaubern. Tobi Wubu. Ja, werd fertig, Mutti. Du hast nämlich auch Hunger. Da ist es doch geschafft. Und alle haben Kate das Laufen beigebracht. Und es erfüllt sie mit Freude, wenn ihr Kind die ersten Schritte machen sehen. Kate hat soeben das Laufen gelernt. Der kleine Racker kann die Welt nun aus einer völlig neuen Perspektive sehen. Ja, und du musst dann deine Kinder auch gleich füttern, glaube ich. Nee, eigentlich wäre eine Runde Töpfchentraining erst noch dran. So, Mutti, du hast das Kind auf dem Arm. Dann fang doch einfach mal an, Linda beizubringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ach, jetzt habe ich Linda genommen und nicht Kate. Ist egal, fangen wir so rum an. Da könnte Polly eigentlich mal kurz unterstützen. Kannst Kate beibringen, aufs Töpfchen zu gehen gerade? Oh, Wib Wab. If they been so good! So, Mutti anschließen. Oh, die Jungs stehen blöd rum. Das muss nun nicht sein. Hausaufgaben haben sie, glaube ich, beide durch, ne? Pass auf, Harry, dann geh wieder hoch. Setz du dich da hin. Was waren das für Wünsche? Du setzt dich dahin. Kannst du eigentlich schon kochen? Du kannst richtig gut kochen schon. Hast du die Rezepte schon gelernt? Nö, du hast das alles nur durch Fernsehen mitbekommen. Dann würde ich sagen... Ach nee, die sind ja nicht hier drin. Die sind ja in unserem... Süßwarenlager, Chili, Käseplatte. Fang du mit den beiden an. Abustini. Du kannst anschließend Jason noch beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Nargol. So, hier müssen wir kurz abpassen, wenn die Jungs so weit sind, dass die Rezepte dann auch lesen. So,
da ist dann Zeit für Jason, das Töpfchentraining zu machen. Omi füttert in der Zwischenzeit Linda. Dann fang halt da an. Und Linda, du bleibst bitte hier. Du brauchst nicht zu Martin krabbeln. Denn auch du wirst gefüttert von Omi. Ratatouille-Chili. So, wenn Ratatouille bei dir durch ist, kannst du das schon deinem Bruder geben. Denn der kann Ratatouille dann auch lernen. Aber ihr habt beide so mit Chili gelernt. Das heißt, Chili kann weg. Omi spült ab. So, anschließend Mutti den letzten noch auf dem Boden füttern. Ja, schön, dass du Fernsehen willst. Läuft der Fernseher hier drüben etwa? Och, Polly, ich hab dir ganz klar gesagt, was du tun sollst. Dementsprechend brauchst du auch gar nicht weggehen. So, dann musst du dich um dich selbst kümmern. Das heißt, einmal benutzen gehen. Erst die Kinder, dann man selbst, ne? Man kennt es ja. Und danach darfst du auch was essen. Wie sieht's hier aus? Ja, die Spezialrezepte brauchen ein bisschen länger. Mutti kommt zum Essen. Wozu sind Kinder sonst da, als deine Lebensqualität zu erhalten, wenn du alt bist? Die Eltern von Tay Bayless sind sehr dankbar für die 500 Simoleons, die sie von ihm erhalten. Momentchen mal. Ist das nicht der Mann von Emma? Wo ist Emma da? Nee, das ist Kyle, ja. Okay, Tay, kannst du ruhig machen. Hier fehlt doch einer. Ah, das ist der Effekt, sie will mit Instrument spielen, die Instrumente sind aber, oder mit was spielen, die sind aber besetzt. Na, dann geht zurück. Muss mit was anderem spielen. Ich kaufe da jetzt nicht noch ein extra was weiteres. So, die Mutti bekommt so langsam ihre Bedürfnisse auch in den Griff. Möchte dann ausprobieren, ob du da ein Nickerchen machen kannst, ob das zugänglich ist. Da sind Shawarma und Käseplatte durch. Das heißt, Harry kann Shawarma weitergeben an Ian. Und sich dann die Level 2 Rezepte eigentlich schon krallen. Denn so wie es aussieht, kommt er ja ganz gut voran. Das sind Frühlingsrollen und Pilzomelett. So, du warst mit Shawarma. Nee, mit Käseplatte warst du durch.
Als nächstes kannst du dann... Shawarma kennst du schon. Vielleicht hast du das übers Fernsehen gelernt. Jetzt muss ich noch was... Nee. Ich dachte eben, ich sei... verrückt. Und hier wieder der Effekt. Sie möchte mit dem Xylophon spielen, geht aber nicht, also marschiert sie vor die Tür. Ja, und da, wo der Schaukelstuhl steht, kommt sie nicht ran. Okay. Was macht man dann mit dem Schaukelstuhl? Wie gesagt, ich glaube, der passt hier hin. Probieren wir es doch nochmal. Kommt sie hier ran? Ja, da geht es. Okay. Soll es aber nicht schaukeln, sondern bitteschön ein Nickerchen machen. Und nein, es gibt immer noch kein... damit sie sich ein bisschen erholt, denn sie hing hinterher, weil sie so früh wach war. Und nein, Kate. So, Harry, vegetarisches Chili. Dann kann er das auch an seinen Bruder weitergeben. Denn bis 22:30 können die ja lesen, bevor sie ins Bett schicken. Na, vielleicht 22 Uhr. Ihn hat Ratatouille gelernt. Das heißt, das können wir dann auch. Käseplatte Shawarma. Das heißt, Ratatouille kommt dazwischen. So, und die Kinder scheinen langsam müde zu werden, ne? Vielleicht holen wir die Omi ran. Ach, Omi kann verbessern. Freya. Komm. Windel wechseln, Runde kuscheln. Oh, der Nerb. Phoebe Lalu. Oh, Skiva Matu. So, du hast das vegetarische Chili gelernt. Dein Bruder scheint aber mit den Frühlingsrollen noch nicht durch zu sein. Dann, Jutester, würde ich sagen, du kommst nochmal runter. Kannst da soweit alles machen. Harry braucht auch das zweite Buch nicht mehr lesen. Er kann danach hier noch auf Toilette gehen und dann ab ins Bett. Du kannst, wenn du unten fertig bist, auch schlafen gehen. So, Mutti. Linda das Sprechen beibringen ist auf jeden Fall wichtiger als Kochen Level 8. Wo ist denn Linda? Linda sitzt gleich da. Wer ist denn jetzt Ärger? Das ist eigentlich ganz egal und der spielt gerade so schön. Also, Linda. Windel wechseln, Runde kuscheln und dann sehen wir weiter. Polly wird auch langsam müde. Ja, Polly wird richtig müde. Ja, ein bisschen kann sie noch. Oh.
Dabra. Okay, dann. Waka doony her. Und dann kriegen wir auch den Tag auch richtig schön beendet hier. Ja, Mutti, ich weiß, du bist müde. Und du halt einen Rand da. Harry hat Frühlingsrollen gelernt. Wo ist denn dein Bruder gerade? Da. Kannst du die Frühlingsrollen schon mal an ihn weitergeben? Kann der sich dann morgen, falls er was braucht, zu lesen, drum kümmern? Nein, Freya, immer noch kein Kinderwagen. Ja, geh mal ruhig so ins Bett, mein Freund. Also wenn das mit der Beleuchtung, ich habe die ja geändert, wenn die zu schlecht ist, ich guck nebenbei immer mal wieder auf den anderen Bildschirm. Ich finde, es sieht okay aus. Hier zum Beispiel ist ein klein bisschen dunkler, aber es ist alles noch okay. Wenn da was nicht passt, dann schreibt einfach. So, und damit, ihr Lieben, endet dann auch diese Folge mit diesem Tag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Seid auch das nächste Mal wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.